Die Bundesregierung hatte bereits im April letzten Jahres erklärt, dass russische Deserteure Asyl erhalten sollen. Ihre Desertion werde in Russland als politischer Akt gegen den Krieg angesehen. Und es gibt tatsächlich einige, die desertiert sind. Wir wissen nicht, wie viele es wirklich sind aus dem Kriegsgebiet, wie viele es wirklich aus dem Kriegsgebiet geschafft haben. Aber die meisten, die aus dem Land flohen, die waren so klug, dass sie rechtzeitig begriffen haben, dass sie vor der Rekrutierung fliehen müssen. Sie gelten nun als Militärdienstentzieher. Und als Militärdienstentzieher haben sie trotz dieser Regelung der Bundesregierung überhaupt keine Chance, einen Schutz zu erhalten. Deshalb nicht nur Deserteure, sondern auch die große Zahl der Militärdienstentzieher muss Schutz erhalten.